Jo, was ist das denn, Freunde? Wir sitzen in der Klasse und was ist das für eine alte Oma? Ich soll ins Badezimmer gehen? Ich muss doch nur auf Toilette. Und ey, ich habe einfach einen entsprechenden Rucksack. Leute, was geht denn hier? Oh mein Gott, Vitamine, wir müssen auf Toilette gehen. Ich muss richtig schnell auf Toilette und Nelson hat es wahrscheinlich nicht überlebt. Nein, der hat es nicht mehr geschafft bis zum Badezimmer. Ich werde gleich explodieren, wenn ich nicht auf Klo gehe. Oh mein Gott, nein, du musst auf Toilette. Oh mein Gott, ich glaube, es ist schon langsam zu spät, Santi. Ich beeile mich. Nein, Vitamine. Tür zu, Schluss, aus, Ende. Die Lehrerin sagt mir gar nichts mehr. Und jetzt muss ich nur noch dorthinter. Da ist das Klo. Oh nein, warte mal. Da hinten ist der Mobber City. Oh mein Gott, denkst du, er wird uns reinlassen? Ich weiß es nicht. Aber ich muss ganz schnell auf Klo. Sehr schnell. Ich auch. Oh mein Gott. Denn Freunde, ihr seht es. Wir sind heute in einem coolen Orbi. Wir müssen so schnell es geht auf Toilette. So wie es aussieht, haben wir 16 Fürze. Das heißt, wir dürfen 16 Mal nur failen. Ansonsten kommen wir niemals auf Toilette. Oh nein. Ich muss auf Toilette. Und hier, hast du die Regel schon gesehen? Nein. Mach einen Fehler und du wirst furzen. Oh nein. Das bedeutet, wir dürfen uns nicht in die Hose pupen. Los, wir sollten uns stattdessen mal beeilen. Okay, das heißt, wir dürfen nicht failen, sonst machen wir uns definitiv in die Hosen. Und wir können so nebenher Toilettenpapier sammeln. Ja, ich sammle hier schon alles ein, aber Papa, easy. Ich hab's ausgehalten, gerade so noch. Ja, ich auch. Oh, okay, das war knapp und, oh nein, da ist Nilsen. Ich glaube, das ist nämlich der Mobber. Oh mein Gott, er lässt uns nicht ins Badezimmer rein. Ich mach mir gleich in die Hose. Na, willst du hier rein? Das ist wohl mein Klo. Niemand kommt hier rein. Bitte, 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 bitte. Nichts da. Oh mein Gott, seid ihr, lässt uns nicht rein. Oh nein, es drückt. Es drückt. Und okay, ich glaube, wir müssen einen anderen Weg finden. Ich glaube auch. Unser sprechender Rucksack sagt, wir sollen auf jeden Fall den Weg gehen. Und der sieht echt gefährlich aus. Ja, das stimmt. Okay, ich gehe an den Pöppeln vorbei. Kommst du auch? Ja, ich wollte einfach nochmal probieren, beim Mobber vorbeizugehen. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Nein, mit dem lege ich mich lieber nicht an. Aber okay. Ich puppe gleich in die Hose. Schnell, schnell, schnell. Junge, ich habe mir, glaube ich, schon in die Hose gepuppt, wenn ich jetzt ehrlich bin. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Naja, so ein bisschen, weißt du? Ja, kam da schon was raus, oder wie? Könnte durchaus sein, ja. Oh, nein. Nein, ich hab einmal gepupst. Ihr seht es, bah. Freunde, damit habe ich ein Leben weniger. Beziehungsweise ich habe jetzt laut gefurzt und... Du auch? Ja, wir dürfen nicht so oft pupsen, ansonsten machen wir uns in die Hose. Schau mal, wenn du die Kack-Emojis, hier die Poop-Emojis triffst, dann rutscht man aus, als wenn es so ein glatter Boden wäre. Ja, das stimmt, aber oh mein Gott, Vitamine, was ist hier mit der Schule passiert? Yo, wenn das unsere Lehrerin herausfindet, dann gibt's, glaube ich, Hausarrest. Ja, aber alles ist mir egal. Hauptsache, ich will einfach auf Toilette. Mir ist alles egal, auch wenn ich gefeuert werde von der Schule. Das stimmt. Oben in der Mitte seht ihr, Freunde, wie weit wir schon gekommen sind. Wir haben es schon gut weit geschafft. Naja, okay, wir haben es eigentlich gar nicht weit geschafft. Junge, das Einzige, was es gleich weit schafft, ist etwas, ja, anderes. Die Toilette auf jeden Fall. Oh! Verstecken! Wow! Ew, was? Da kommt einfach Riesenklopapier. Oh mein Gott, da kommt die nächste Rolle, Sandy. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier einfach Riesenklopapier runterkommt. Ich schon. Was? Ja. Und ich rechne mit allem. Let's go. Okay, wir warten kurz und weiter geht's. Let's go. Okay, das haben wir geschafft. Und, bah, Leute... Ich glaube, jeder von euch kennt es, wo man mal übelst dringend auf Toilette musste. Ja, naja. Und, Junge, und ausgerechnet jetzt klappt hier gar nichts, Mann. Und ausgerechnet dann darf man natürlich nicht. Und, okay, du bist bei mir. Jetzt müssen wir mit, oder gegen Ventilatoren... Nein! Oh mein Gott, hast du die Hose gemacht? Ich bin runtergefallen. Ich habe es nicht geschafft! Oh mein Gott, nein, ich auch. Oh mein Gott, Freunde. Wir sind jetzt hier runtergefallen. Aber was sollen wir jetzt nur machen? Oh mein Gott, Vitamine. Was? Wir sind auf der Pause? Was? Oh nein, was ist das hier? Nein! Oh mein Gott, Sandy, hier sind sogar die Mädels, auf die ich so stehe. Oh mein Gott, also vor denen kann ich mir nicht in die Hose machen, sonst ist mein Ruf ruiniert hier in der Schule. Ich denke nämlich auch, wenn ich hier einmal vor den Mädels pupse, die finde ich nämlich echt niedlich, dann habe ich den... Oh oh, nein, ich bin in Tra... Nein, ich habe gefurzt. Oh nein, Vitamine, nicht zu oft, ansonsten ist es zu spät. Oh mein Gott, die lachen natürlich alle über mich. Aber Vitamine, ich bin ein guter Freund. Ich werde es keinem sagen, dass du dir gleich in die Hose machst. Vitamine macht sich gleich in die Hose. Handy. Mann, ich habe noch 23 Fürze, die ich auf jeden Fall prasseln darf. Okay, warte mal, ich nehme die Rutsche. Prasseln? Oh, naja, so. Ich gehe einfach den normalen Weg runter. Okay, ich komme mit den normalen Weg. Hängen geblieben oder was? Ja, ich war einfach zu dick und... Okay, ehrlich gesagt will ich hier nicht furzen vor den Mädels, weil das wäre, wie gesagt, übelst unangenehm. Ja, oder in die Hose machen. Ich glaube, dann wäre alles ruiniert.
ruiniert. Ich würde einfach das Land verlassen. Ich bin ehrlich, es ist jetzt schon alles ruiniert, ne? Oh mein Gott, hast du schon die Hose gemacht? Nein, noch nicht, aber trotzdem. Okay, das hätten wir schon mal geschafft. Müssen wir jetzt hier durch die Poop oder müssen wir hier zum Fahr... Oh, okay, Sandy, ich weiß nicht. Oh mein Gott, das Auto wäre fast auf mich gekracht, ne? Oh, pass auf, Mann, du musst hier entlang. Ja, ich hab's aber geschafft und... Boah, Junge! Was steht da? Pass auf vor dem Poop-Monster? Was für ein Poop-Monster? Als ob es Poop-Monster gibt. Ich glaub daran auch nicht. Ja, Sandy, also manchmal alles muss man auch nicht glauben, ne? Nee. So, wir haben es geschafft. Den nächsten Checkpoint, Freunde. Okay, wir sind oben in der Mitte jetzt. Wir kommen gut weit. Guck mal hinter dir. Was? Das Poop-Monster. Nein. Ich hab schon wieder gefurzt. Nein. Du machst dir gleich in die Hose, Vitamine. Ja, ich... Das Dixie-Klo, da ist es. Wir haben es geschafft. Oh, endlich. Jetzt kann ich mal alles rauslassen. Und, was ist das da oben? Warte mal, wie meinst du, was... Das ist jetzt nicht... Oh nein. Ein Auto? Sandy? Das kann nicht sein. Das Auto hat jetzt nicht das Dixie-Klo zerstört, oder? Ich will dir was sagen. Ich kann nicht mehr auf Klo. Ich muss übelst dringend. Ich halt's nicht mehr aus, ey. Das kann nicht sein. Wir haben heute echt, echt nicht unser Glückstag. Und oh nein, guck mal, das ist unser strenger Sportlehrer. Oh nein. Aber irgendwo hier muss auch bestimmt ein Badezimmer sein im Gym. Wo sind schon wieder die Schüler, Vitamin und Zentex? Hä? Oh nein, er sucht uns. Wir sollen, glaube ich, Sport machen. Nein, so kann ich nicht Sport machen, Junge. Ich mach mich hier gleich in die Hose. Junge, vor allem jeder Sprung, der drückt so doll auf die Blase, dass ich bald nicht mal mehr richtig denken kann. Können wir bitte einfach über irgendwas anderes reden oder sowas? Was ist das, Alter? So eine Schiene? Ja. Okay, wie oft hast du eigentlich insgesamt gefurzt? Oh mein Gott, können wir bitte über was anderes reden, Vitamin? Umso mehr wir drüber reden, umso mehr drückt es. Wo sind die beiden Schüler? Oh nein. Okay, weißt du was? Ich hau einfach ab. Let's go! Ich hab keine Zeit dafür. Tschüss! Sorry, ihr Lehrer! Nein. Pass auf! Okay, das war knapp, ne? Mann. Ja, noch ist alles gut. Okay, ab hier nach oben. Oh nein. Wo ist das Badezimmer? Warte mal, können wir hier durch? Nee. Nein. Oh Mann. Okay, es sieht überhaupt... Oh, Freunde. Oh! Wir könnten runtergeschubst werden. Werden wir runtergeschubst. Haben wir auf jeden Fall ein Leben schon wieder weniger. Und ihr seht's, oben übrigens ist es ganz niedlich. Guck mal, oben wird eigentlich so eine riesige Toilettenrolle gezeigt. Ja, stimmt. Ich sehe es auch erst jetzt. Und yo! Sandy, ich habe keine Zeit zu warten. Ich bin als erstes... Oh nein. Warte mal. Da hinten sind sie ja. Was? Sandy? Nein, ich will doch einfach nur ins Badezimmer gehen, bitte. Es war so klar. Er ist als erstes auf Klo und macht das ganze Klo voll? Junge, er hat das ganze Klo gesprengt. Oh nein. Das kann nicht sein. Vitamine, ich geb's auf. Ich bin ehrlich, langsam gehe ich auch aufs Mädchenklo. Weißt du was? Ich mach mir jetzt einfach die Hose. Guck mal, wie das hier stinkt. Wird einfach erledigt durch den Pups. Ja, Junge, man kann da nicht raufgehen, weil er einfach so doll gefurzt hat, dass es übelst eklig ist. Gibt es überhaupt noch irgendwo ein Bad in der Schule? Ich weiß es nicht, aber das werden wir sicherlich herausfinden. Ich meine, wie viele Toiletten gibt es ungefähr auf der Schule? Ich glaube, das war die letzte, kann das sein? Boah, ich weiß nicht, ich hoffe nicht. Wir müssen auf jeden Fall noch eine finden. Wir brauchen die Lösung. Wir brauchen die Lösung Z. Oh nein, was ist jetzt passiert? Wir sind im Keller, oder? Ja, und oh, wir sind hier, guck mal, hier ist die Cafeteriantin, oder wie das heißt. Oh, hier gibt es lecker Essen aus dem Müll. Bah, Junge, was, die macht ihr, das Essen aus dem Müll? Ich wusste, dass das Schulessen immer schon so war. Und hier sind die unabgewaschenen Teller. Wenn wir das schaffen, können wir vielleicht hier in der Kantine auf Toilette gehen. Oh, denkst du, gibt es auch eine Toilette noch? Boah, ich hoffe, es muss ja, wie gesagt, eine Lösung geben, wo wir, warte mal, kurze Frage. Ja? Was machen wir eigentlich, also, wer von uns beiden geht als erstes auf Klo? Oh nein, Vitamin. Sandy, schnick, schnack, schnuck. Warte mal, wir schreiben beide was in den Chat. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. 3, 2... Ich gehe auf Klo. Stein! Ey! Du Schummler, du bist so ein... Oh mein Gott. Was passiert mit unserer Schule? Die Cafeteria ist voll mit Müll? Aber was ist das da unten? Ich bin Erster. Okay, ich gehe aufs Jungklo, du gehst aufs Mädchenklo. Ist mir egal, Hauptsache ich kann endlich auf Toilette. Oh nein, du weißt, wenn wir hier einmal runterfallen, dann sieht das gar nicht gut aus. Du darfst das Schleim nicht berühren. Nein! Ich hab gepupt. Ich bin runtergefallen. Also, okay, Vitamine, ich werde zuerst auf Toilette gehen. Oh nee. Nee, lass mich bitte. Lass mich auf Toilette. Es drückt. Sandy, ich kann gar nicht mehr, bitte. Gott, ich bin unten angekommen. Nein. Okay, kannst du auf Toilette? Nein. Also noch nicht ganz unten. Ich will auf Toilette. Okay, dann komm. Oh mein Gott. Ich werde es hoffentlich schaffen. Let's go. Jetzt geht es nach unten. Wo ist das Klo? Ich weiß nicht.
Oh mein Gott. Bitte, bitte, bitte. Oh, können wir... Was ist das? Bah, ich hab das Essen angefasst. Nein, mach dir bitte nicht in die Hose. Okay, ich hab noch 27 Poops. Und nach, wenn ich 0 habe, dann ist alles in der Hose. Ja, und so weit wollen wir es nicht kommen lassen. Ja, es wird immer kniffliger. Aber, warte mal, hier die Messer ein bisschen drauf achten. Oh, oh, das war ich knapp. Du hast gefurzt. Bah, ist das eklig. Oh, oh, okay. Leute, da sind sie. Die himmlischen Toiletten, die vergötterten Toiletten, das, was ich jetzt brauche. Nein, warte auf mich. Sandy, okay, ich warte. Wo? Junge, du furzt da hinten immer noch? Ja, ich muss warten, okay, jetzt so, zack. Okay, was, Freunde, man kann sich hier sogar coole Dino-Sachen equippen. Egal, neue Backpacks kann man auf jeden Fall auch freischalten. Aber ich würde sagen, komm, Sandy, wir haben es geschafft. Wir gehen jetzt hier rüber und das Klo ist in Reichweite. Komm! Oh mein Gott, let's go! Oh ja, etwas? Nein. Tinte? Das kann nicht sein. Ey, nein. Wir haben jetzt mindestens 4 oder 5 Klos besucht und alle wurden irgendwie demoliert. Und Vitamine? Ich glaube, das war das letzte Klo. Nein, es muss einen Plan B geben. Warte mal. Es gibt keinen. Oder C, D oder F? Okay. Das kann nicht sein. Sandy, es wird noch eine Möglichkeit geben. Komm, ich habe eine Ahnung, wo wir noch hingehen können. Okay, ja, dann folge ich dir mal. Und zwar, guck mal, hier sind wir jetzt zum Beispiel im, ja, Schulzimmer. Beim Lehrer. Ich brauche eine Therapie hier da. Ich brauche auch eine Therapie. Vielleicht kann er uns weiterhelfen. Sollen wir einfach laufen lassen? Ja, ich meine, es gibt keine Toilette. Kannst du uns irgendwie weiterhelfen? Ich mache die Hose. Bitte. Was? Als er jünger war, hat er auch das Problem? Oh mein Gott. Er versteht unsere Probleme also. Okay. Wir sind nicht alleine. Ich glaube, er will uns Hoffnung dadurch machen. Ja, aber die einzige Hoffnung, die ich gleich sehe, landet in meiner Hose. Und er hat niemals aufgegeben, eine Toilette zu suchen? Oh mein Gott, das war immer sein Ziel. Sandy, ich glaube, ich sollte auch nicht aufgeben. Ich fühle mich gerade wie in so einer traurigen Geschichte, einfach nur, weil jemand auf Toilette muss. Aber, was erzählt der? Es gibt noch eine letzte Toilette? Oh mein Gott. Und die müssen wir erreichen. Die wird aber der schwerste Weg, den wir je gemacht haben. Aber ich mach mich bereit. Und 1 und 2. Und das ist die letzte Hoffnung. Streckt euch alle in die Arme. Streckt euch in die Höhe. Und das ist der schwierigste Weg. Aber da ist die goldene Toilette nur für Mitarbeiter. Ist mir egal. Ich geh da rein. Mach da alles voll. Alter, ich furz das Ding so voll, ne? Junge, ich spring das Ding in die Luft. Junge, ich auch. Okay. Das wird die erste und letzte Benutzung da sein. Mein Bruder gefallen. Oh. Du hast gefurzt. Ich hab's gesehen. Meinst du, danach gibt's überhaupt noch eine Toilette? Nein, Vitamin, also, das ist die letzte. Also, nachdem wir sie benutzt haben? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht. Okay, hier fallen auf jeden Fall Pups runter. Die dürfen wir natürlich auch nicht berühren. Und... Sandy, ich sehe, was du machst. Ist alles egal. Ich will einfach nur die Toilette benutzen. Streifen dahinter sind so ekelhaft. Okay, ey, wir haben hier kurz... Was? Okay, ich habe hier so eine Mauer, wo ich mich auf jeden Fall verstecken kann. Wow! Okay, guck mal. Ja, ich gehe rein. Durchlaufen. Ja, ich weiß. Und... Let's go. Komm. Oh, ew. Oh, aua. Gatebots? Okay, ich darf noch 18 mal, 17 mal pupsen. Sonst machen wir die Hose. Ich hab einfach 28 Furze noch, ne? Oh nein, nicht kurz vorm Ziel. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich kann so oft noch furzen, bis ich mir in die Hosen mache. Oh nein. Tut's 27 nur noch. Jeder Furz könnte dein letzter Furz gewesen sein. Das stimmt. Weil irgendwann geht der letzte Furz in die Hose. Ja, genau. Ich warte nicht auf dich. Ich gehe weiter. Ich halte dich mehr auf. Ich kann nicht mehr warten. Junge, okay, warte mal. Was haben wir eigentlich im Shop? Junge, okay, Freunde. Wir können uns hier einiges noch kaufen. Wir können uns einfach eine Furzattacke kaufen. Das kaufen wir uns gerne bei einem zweiten Part. Dann werden wir Sandy auf jeden Fall zum Furzen bringen. Und, komm. Ja, bis jetzt bin ich gut dabei. Okay, noch an den Puphäufchen vorbei. Bah, okay. Nein! Oh mein Gott, nein! Ich hab wieder gefurzt. Nee, komm schon, wir sind so kurz davor. Okay, warte mal, kann ich mich... Nee, ich kann mich auch nicht verstecken. Ich warte, komm. Ja, so, ich will vorsichtig sein. Oh, nein! Oh. Das gibt's nicht. Leute, ich muss mich konzentrieren. Ich will auf jeden Fall nicht zu viel furzen, ne? Und Leute, wenn ihr das Spiel auch schon mal gespielt habt, schreibt mal in die Kommentare. Komm, Sadie, wir holen uns die goldene Toilette. Nein, unsere Lehrerin. Wo wolltest du hin? Was, wir müssen gegen sie kämpfen? Oh mein Gott, wir müssen sie mit Pömpel abwerfen. Oh mein Gott, okay. Du bekommst das, was du verdient hast, weil du uns nicht auf Toilette gelassen hast. Genau, frisst das. Oh mein Gott, ey. Was ist eigentlich, wenn ich mich hinter der Wand verstecke? Kann die mich treffen? Ich weiß nicht. Oh mein Junge! Gott. Alter, die wirft einfach hinter der Wand durch. Echt? Okay, das ist stark. So ganz... Hast du sie schon besiegt? Nein, noch nicht. Okay, ich auch noch nicht. Und... Ich werfe ihr ins Gesicht, boah, Junge! Ich hab sie besiegt und... Oh mein Gott. Da kommt ein Riesenhaufen auf sie. Ja, und
Das ist es. Wir haben es endlich geschafft. Okay, Sandy, jetzt wird erstmal einer abgeseilt. Ich gehe auf Toilette. Oh, falsche Seite. Oh. Ich gehe auf Toilette. Warte, da ist die Gold. Sollen wir zusammen auf eine gehen? Ja, Vitamin, komm. Ich benutze die Toilette. Oh mein Gott. Alter, ist das ein Knaller. Da kommt noch was. Oh. Leute. Wow, Leute. Junge. Schneid euch an. Bin fertig. Oh. Das tat gut. Das tat mehr wie gut. Diese Toilette würde ich auf jeden Fall nicht mehr benutzen, weil die unglaublich stinkt. Ja. Aber Sandy, schau mal. Wir haben es geschafft. Wir haben so viele Toiletten. Oh. Warte mal. Ich habe meine Hände nicht gewaschen? Nein. Oh nein. Oh oh. Sandy, ich habe das schlechte Ende. Ich auch. Ich habe mir einfach vergessen, die Hände zu waschen. Oh mein Gott. Sorry, Leute, das wollte ich nicht. Und die sagen einfach, wie ekelhaft ich bin. Mann, es tut mir leid, Mann. Es hat gedrückt. Was soll ich tun? Ganz ehrlich, jeder vergisst mal, die Hände zu waschen. Ja, sorry, beim nächsten Mal werde ich es machen, Freunde. Das ist peinlich. Ja, das ist wirklich peinlich. Vor allem, weil die das noch gesehen haben. Und die sagen einfach, wir haben alles getan, was möglich ist. Und wir haben es nicht geschafft, die Hände zu waschen. Nein. Na toll. Sandy, das war auf jeden Fall jetzt vielleicht das schlechte Ende. Aber ich will auf jeden Fall mit dir noch das gute Ende herausfinden. Let's go. Aber drückt schon wieder? Ja, ich muss schon wieder. Ich muss schon wieder? Was? Nein. Das kann nicht sein. Oh nee, Leute. Das ganze Missgeschehen fängt schon wieder von vorne an. Ich halte es einfach nicht aus. Das kann nicht sein, Vitamin. Du warst doch gerade auf Toilette. Ja, aber ich habe es ganz, ganz dolle drinne. Ich furze die ganze Zeit. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und den zweiten Part sehen wollt, wie wir noch Hard-Modus bestehen, lasst es uns wissen. Mitten da oben. Vergesst nicht, bei Sandy vorbeizuschauen. Und dann sehen wir uns morgen bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.